Ich raste gleich aus. So ein dreckiges Schaltspiel. Wieso backt der eigentlich da am Boden drauf, wenn ich den anspreche? Jo, Leute, dazu komme ich jetzt dann wieder auf meinen Kanal. Und ja, ihr seht ja schon, neue Kamera, neues Mikrofon. Und ich war ja eine ganze Weile nicht da. Und das hat folgenden Grund, weil meine alte Webcam einfach kaputt war und mein altes Mikrofon nicht mehr wirklich den Halt hatte, den es eigentlich brauchte. Deswegen habe ich jetzt auch ein Mikrofonarm hier. Und ihr seht, es wird auf jeden Fall weitergehen. Und ich möchte ein neues Format starten. Vielleicht habt ihr auch Bock drauf. Und zwar möchte ich gerne ein Format starten, wo ich komplett ausraste. Ihr kennt ja schon die Laber-Videos von mir, wo ich wirklich schon kurz vorm Ausrasten bin. Aber wirklich so Ausraster von mir habt ihr eigentlich noch gar nicht so miterlebt. Und ich habe ein Video bei Assassin's Creed einfach mal privat bei mir gefilmt. Und zwar raste ich da wirklich total aus, weil das Spiel einfach extrem schlecht ist, beziehungsweise auch die Steuerung gar nicht richtig funktioniert. Und es ist wirklich mega lustig geworden. Vielleicht habt ihr ja Bock dazu. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare, wie ihr das Format findet. Und ich denke, ich quatsche nicht weiter drum herum. Es geht jetzt los. Viel Spaß dabei! Weißt du, ich war so beim Schlachter. Und dachte so, jetzt hackt's, Alter. So dumm, Alter. Ich arbeite mit Tieren. Oh, das macht bestimmt Spaß. Die Tiere müssen sich ja lieben. Ich bin Metzger. Wie der einfach hinfällt, es ist so ein Opferdieb, ne? Es ist so ein Opferdieb. Boom. Wow, wie schwer übertreibt die Lage, ne? Weißt du, was mich so aufregt? Oh, es ist so dumm, diese Steuerung. Du kannst dich bloß nicht durch dieses Loch da quetschen. Weißt du, da passt du 10-mal durch. Aber es geht natürlich nicht, weil das Tuch im Weg ist. Ja, ich kann auch nichts sagen. Kann nur schreien. Traurig sein, dass das Spiel so scheiße ist. Tut mir leid, ich muss gerade auf deinen Stand irgendwie rauf, damit ich da reinkomme. Also nichts für ungut, aber... Ich bin ein Schatten, ich verschwinde. Der sieht mich durch die Wand, wie dumm das ist. Ah nee, war der andere. Und er wartet, bis sein Kollege erstmal totgeboxt ist. Beste KI, puff. Ich bin ein Assassino und ich bringe euch alle um. Ja, warum? Ihr seid alle so dumm. Ha, boom, in die Eier rein und du bist jetzt tot. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, genau, spring bloß nicht auf den Typen rauf. Genau, weich bloß nicht aus. Der wartet, bis er abgeschossen wird. Entspann dich. Also so eine Kugel, das ist ja nichts Schlimmes. Da stirbst du ja nicht von. Wie behindert das ist, wackel am besten mit dem Arsch, genau. Geh bloß nicht links hin, muss ich jetzt einmal da rum oder was? Ich glaube es nicht. Wieso geht er da nicht rauf? Jetzt muss ich extra runter, muss da hin. Selbst das macht er nicht. Ich glaube das nicht, ich muss... Wie dumm ist das? Wie dumm ist das? Wie dumm? Welcher Entwickler hat sich gedacht, dass diese Steuerung eine gute Idee sei? Oh, lass uns die Steuerung verbessern. Lass uns das so machen, dass er nur an bestimmte Orte hüpft und man überhaupt gar keine Freiheit mehr hat. Allein schon, du gehst hinter die Tonne und die schreien, du kommst du nicht, du Mistkerl. Als wenn du verschwunden wärst. Als wenn jemand da stehen bleibt, das ist wie die deutsche Polizei. Hey, bitte ergeben Sie sich. Hände hoch. Bis dahin hast du schon die Kugel im Bein. Lass bitte los. Danke. Wirf bloß nicht die Bombe. Als wenn das was nützt, wenn du die nochmal läutest. Wir auch einfach eine halbe Stunde auf dem einen rumklopfen. Genau, wirf einfach beide. Ist okay. Geh doch zu dem hin, der auf dich schießen will. Genau. Genau, greif bloß nicht den an, der dich angreifen will. Greif den an, der einfach daneben steht und nichts tut. Und bloß nicht den angreifen, in welche Richtung ich drücke. Nein, am besten, wenn du nach rechts angreifen willst und nach rechts drückst, am besten den linken angreifen. Warum auch? Wieso solltest du gerade auslaufen, wenn du auch zurücklaufen kannst? Gibt's auch einen Haupteingang? Kann ich ja durch den. Alles klar. Nein, ich möchte den Haupteingang nicht mehr benutzen. Wie er den wieder aufstehen lässt, anstatt da ihnen das Messer hin. Weißt du, ich habe das extra sogar freigestimmt. Genau, lass dich erschießen. Genau. Du Wichser. Es ist so dumm. Es ist so das dümmste Spiel, was auf diesem Markt neben Witcher existiert. Witcher ist genauso ein Scheißspiel. Es juckt niemanden. Puh, er ist verschwunden im Nebel. Er ist bestimmt nicht im Nebel drin.
Warum ist das Spiel so scheiße? Oh, wie dumm diese Steuerung ist. Ich raste gleich aus. Scheiße, kann das. Warum habt ihr Ausrufezeichen? Ich habe euch nichts getan, ihr dreckigen Bastarde. Und der auf einmal so, nö, ist gar nichts mehr los. Ich habe gerade vor deinen Augen deine Leute umgebracht, aber juckt ihn ja nicht. Warum auch eine intelligente KI da reinmachen, wenn man die Gegner einfach nur so übel stark machen kann? Das ersetzt natürlich eine gute KI. Ja, das ist ja ein FSK 16 Spiel, da dürfen keine Köpfe rollen. Überall spritzt Blut, aber pff, wieso backt der eigentlich da am Boden rum, wenn ich den anspreche? Was für ein Scheißspiel. Oh, ich wurde vom Ziel entdeckt. Oh mein Gott. Ist ja nicht so, dass er von mir weggelaufen ist, aber ich wurde vom Ziel entdeckt. Haben wir es bald geschafft, ja? Wieso laufen die eigentlich alle so langsam? Haben die keinen Sportunterricht gehabt oder was? Schubst mich nicht! Und boom, bin ich auf einmal auf dem Dach. Wie dumm diese Steuerung ist. Oh, kletter ein bisschen schneller. Kriegen wir es heute noch hin, ja? Ja, genau! Kurz bevor ich oben Menschen sammelt hab. Ich bin wie ein Schatten. Ihr seht mich nicht, ich bin im Pink. Überall kann da raufklettern, aber das kriegt er nicht immer auf die Reihe, diese kleine Höhe. Ich glaub es nicht. Überall kriegt das auf die Reihe und da, wo ein kleinerer Abstand ist, geht's auf einmal nicht mehr, weil es zu leicht ist oder was? Anstatt er den gleich das Messer in den Hals ran, macht er nicht. Lässt ihn erstmal aufstehen. Entspann dich ruhig, bevor ich dich ermorde. So ein dreckiges Scheißspiel, was bei Assassin's Creed 2 kommt. Kletter da bloß nicht hoch. Kletter da bloß nicht hoch. Weißt du, bei Assassin's Creed 2, da konnte man wirklich noch, zack, der lag auf dem Boden, Messer durch die Kehle, fertig. Und hier, na, entspann dich erstmal. Steh auf in Ruhe. Zieh deinen Bademantel an. Geh noch mal kurz duschen, bevor ich dich ermorde. Und geh, lass das Ding bloß nicht los. Lass doch los. Mein Gott. Wie oft? Ich klick die Taste noch. Lass doch los! Nein, er klettert hoch! Er klettert hoch! Das ist die Taste für unten, nicht für oben! Anstatt er den ermordet... Nein, der Stuhl ist im Weg! Oh mein Gott! Anstatt du einfach um den Stuhl rumgehst! Es ist nicht zu glauben, diese Steuerung ist für den Arsch! Genau, geh bloß nicht ins Fenster rein! Ich drücke extra die Taste, dass er ins Fenster... Er geht nicht ins Fenster rein! Allein schon, er ist nicht da! Sieht mich und sagt, er ist nicht da! Weißt du, was auch so dumm ist? Du ermordest einen einzigen... Und alle wissen auf einmal, wo du bist. Als wenn die alle ein Funkgerät haben. Weißt du, einer wird geschlachtet. Alle wissen auf einmal Bescheid. Natürlich, das war auch immer so. Ja, hast du mich gesehen? Freust du dich jetzt einen Keks? Es ist so dumm. Der ist einfach rübergeglitscht. Von der Couch auf den Tisch rübergeglitscht. Allein schon, haltet ihn. Du hast keine Freunde mehr. Wir haben gerade umgebracht.